Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, was haben wir heute auf dem Gabentisch? Wir sind mal wieder im Zuschauerwunsch-Modus und zwar mit einem Bier, das wir eigentlich schon haben hier vorgestellt auf dem Biersüffler. Liegt allerdings auch schon wieder knapp 2 Jahre zurück und zwar 2018 war es gewesen, wo ich es getrunken habe. Video kam, ich glaube, erste Januarwoche 2019 dann raus, also kurz nach Silvester. Und zwar die Rede ist von dem guten Premium Schultenbräu Pilsner. So, warum testen wir es nochmal? Warum wird es schon wieder und vor allen Dingen so oft gewünscht, dass ich es trinken soll? Ja, da soll wie immer, da ist wohl was an der Rezeptur geändert worden. Das weiß ich jetzt erstmal noch nicht. Faktum ist, es hat ein Facelifting gegeben. Und zwar die Dose und auch der Brauort hat sich verändert. Ja, Freunde, und zwar, als wir das damals hatten, hatten wir eine goldene, gelbe Dose, glaube ich, gehabt. Und dann kam ja so diese Geschichte mit Belgien. Ne? Da stand ja eine ganze Menge Text drauf und irgendwie war da was, das wurde in Belgien gebraut. Das hattet ihr auch in den Kommentaren geschrieben. Jetzt ist es so, dass hier auf der Dose 100% draufsteht, Brauerei Mönchengladbach. Ja, und was das bedeutet, ist klar, hier steckt Oettinger dahinter. Das heißt also, wow, okay, da haben wir wieder mal ein Produkt von Oettinger, was auf den ersten Blick gar nicht nach Oettinger aussieht. Dennoch, jetzt sowohl aktuell soll die Dose 29 Cent kosten. Wo bezieht man das Ganze? Beim Aldi Nord, das habt ihr auch, wie gesagt, bestätigt. Wobei ich jetzt sagen muss, bei meinem Aldi Nord steht dort weder eine Palette mit diesem Bier rum. Also da habe ich wirklich anscheinend extrem Pech, weil die haben da halt nur, wie heißt das, Kaiserkrone oder was das da ist. Und das war es gewesen. Also wie gesagt, hier Aldi Bier, können wir sagen, aus der Dose 05er und ja, Schultenbräu Oettinger steckt da hinten. Ursprünglich, und ich habe extra nochmal nachgeguckt, kommt dieses Bier aber aus Belgien. Jetzt in den Händen von Oettinger hat sich allerdings die Rezeptur geändert. Ja, und die Dose gleich mit, die kommt jetzt hier in diesem, ja, was ist denn das hier, so ein stumpfes Grün, hellgrün und dunkelgrün. Oh Gott, grün, ich hoffe, der Greenscreen fängt das ein. Ja, überraschenderweise auf dem Biersüffler-Kanal ist es ein Bier, was wie gesagt mit über 1850, glaube ich, Aufrufen, so fast in der Top 10 drin ist, der bestaufgerufensten Video. Das heißt, es ist ein reges Interesse an diesem Bier. Es gibt da auch noch dieses Mythos-Geschichte da um dieses Bier, dass da wohl Schadstoffe drin waren. Da hat wohl irgendeine Sendung oder so, hat darüber mal berichtet oder stand in der Zeitung. Also es gibt da irgendwie, ich sag's jetzt mal so, einen Hype um dieses Bier. Besonders wohl auch beliebt, weil es halt so spritzig ist. Das hatten wir ja damals auch schon festgestellt gehabt. Und weil man halt danach keinen Kater so ordentlich bekommt. Also das ist wohl richtig süffig, für kleines Geld kannst du da wohl ordentlich wegziehen. Ich bleib dabei, Freunde. Genau das, was ich vor 2 Jahren auch schon gesagt habe, wo ich es getrunken habe, erstmalig. Für mich hier aus Nordberlin tatsächlich ist es was Besonderes, weil, wie gesagt, ich kenne niemanden, der das trinkt. Bei uns in den gesamten Geschäften, wo ich einkaufen gehe, habe ich es auch nirgends stehen sehen. Weder Kaufland, noch Aldi, noch Edeka, noch Otto Reichelt, Getränke Hoffmann, also nirgendwo. Also das ist, wie gesagt, also das war jetzt ein Zufall gewesen, dass ich diese Dose noch bekommen habe. Und das war, wie gesagt, beim Aktionsware mit bei. Ja, also das muss man ganz klar, das war, ich glaube, es war N&P müsste es gewesen sein. Da hatten sie nämlich Aktionsware gehabt und dann habe ich sie mir gekrallt. Ja, Freunde, so viel erstmal zu der ganzen Thematik. Also da wird ziemlich viel um dieses Bier hier, ja, erfreut sich einer großen Beliebtheit. Also auch bei euch hier, ich bin erstaunt. Aus diesem Grund, ganz klar, werden wir es jetzt auch nochmal testen. Hier jetzt schwarz auf weiß, beziehungsweise weiß auf grün, steht drauf, ne, Brauerei Mönchengladbach Oettinger. Also nichts mehr mit Belgien, ja. Also, machen wir mal auf. Ich bin gespannt, ist auch schon wieder eine Weile her. Jetzt haben wir auch ein richtiges Glas, jetzt haben wir alles. Jetzt können wir mal gucken, was da drin steckt. Weil, wie gesagt, Oettinger ist immer Oettinger-Pilz, ne. Oder neuerdings, wie gesagt, das 5-0er. Nur bei dem 5-0er, wo wir den Direktvergleichstest gemacht haben, da haben wir herausgefunden, Moment mal, da wurde ja die Rezeptur, die alte, beibehalten. Ja, also das heißt, also der alte Standort, das ist jetzt nicht nach Bayern verlegt worden, habe ich erklärt im Video. Also, lassen wir mal laufen. Ich bin gespannt. Ja, läuft doch schon mal recht geschmeidig da hinein. Also vom Dosendesign muss ich auch sagen, zieht es mich ein bisschen mehr an. Ich finde das hier besser als das alte Design. Finde ich schon mal sehr, sehr gut. So, was haben wir denn da? Ja, ne, ist erstmal ein Bier. Gibt sich erstmal als Bier zu erkennen, finde ich gut. So, 2 Fingerbreite Blume, die kommt hier schneeweiß daher.
fein bis mittelporig, paar Luftbläschen sind drauf. Ja, die zerplatzen, die begrüßen einen, allerdings keine Kraterbildung. Also auch hier würde ich jetzt mal sagen, 90 Sekunden Standard wird das Blümchen dort im Glas stehen bleiben. Und wir sehen ja selbst, es bleibt sogar an der Glaswand haften. Also das macht schon mal einen sehr ordentlichen Eindruck. Wie es damals war, weiß ich nicht. Ich weiß noch 2018, die Zeit, wo wir angefangen hatten, da hatten wir völlig unpassende Gläser gehabt. Die Dinger sahen ja fast aus wie Sektgläser, diese Türme da. Deswegen, das ist ja schon ein bisschen besser, denke ich mal. Da kann man es besser auch sehen. Gut, so viel erstmal dazu. Schauen wir uns mal an, was wir da im Glas haben. Ja, klassisches Getreidegold, wie man es sich vorstellt. Wir bewegen uns in der Kategorie Industriestandard. Das sollte klar sein. Ja. Erstmal würde ich sagen, sieht es aus wie ein klassisches Pilz. Schön glänzend, schön tief, alles andere als wässrig. Karbonisierung ist durchschnittlich, ja, perlt ab, schön gleichmäßig. Blumenteppich, keine Risse, keine Löcher oder Inselchen. Also so, wie es da jetzt da steht, muss ich wirklich sagen, schaut mal Leute, die Blume hält immer noch. Muss ich sagen, finde ich es tatsächlich recht ansprechend. Also da kann man wirklich nichts sagen. Ich finde, das sieht frisch aus, es sieht spritzig aus, es macht irgendwie Appetit. Kommt jetzt gut aus der Kühlung raus, auf sowas hat man dann eigentlich Lust und so möchte ich es dann auch bewerten. Für die Optik, für die Ästhetik, ganz klar 5 von 5, / 6 möglichen Punkten. Ich finde es lecker. So, dann wollen wir mal schauen, was das Bouquet tatsächlich hergibt. Ja. Schon ein bisschen intensiver. Also wir haben es hier mit so einem, ich sag jetzt mal, Mischmasch zu tun, wo ich auf der einen Seite so ein bisschen was Liebliches rausrieche, was bestimmt vom Malzkörper her kommt, aber eben auch eine Säure, die mir ein bisschen Angst einjagt. Ich habe es leider nicht mehr in Erinnerung, ich habe mir noch nicht das alte Video angeguckt, keine Ahnung, also das ist wirklich jetzt wie ein neues Bier im Prinzip. Ja, da ist auf jeden Fall eine ziemlich starke Säure, die ich rausriechen kann. So richtig, wo sie herkommt, weiß ich nicht. Könnte vom Hopfen herkommen, schätze ich jetzt einfach mal, weil auch so eine leichte Floralität dann halt auch noch mitschwingt vom Bouquet her. Auf jeden Fall ein bisschen kräftiger schon, ne? Vom Geruch her auf jeden Fall, da kannst du was rausriechen. Gut, Freunde, dann wollen wir, bevor wir jetzt gleich einen Antrunk machen, möchte ich natürlich noch kurz verlesen, ob sich hier was geändert hat. Ich denke mal nicht, ganz klassisch für einen Pilz, 4,9% Umdrehungen, Wasser, Gerstenmalz und Hopfenextrakt ist da drin. Da hat sich aber, glaube ich, nichts verändert, das war früher auch so gewesen. Ihr wisst genau, der Antrunk. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Ich bin gespannt. Oh, also die Spritzigkeit, da hat es ja nicht verloren, ne? Also da hatte ich das auch noch so spritzig in Erinnerung. Das ist wirklich richtig erfrischend. Also das ist so... Also genau, also das erste, diese erste Assoziation, die sofort so in meinen Kopf reinschiebt, das ist eine Ausgewogenheit. Ich finde so dieses Bier, sobald es im Mundraum sich befindet, ist so richtig ausgewogen. Es ist so spritzig und süffig. Das sind so wirklich so wunderbar ausbalanciert. Also da hätte ich jetzt am liebsten gleich noch 2, 3 Schlucke genommen. Also das ist wirklich toll. Das finde ich erstmal soweit gut. Muss ich sagen, da ich hier Oettinger Pilz auch schon sehr oft getrunken habe, das ist beim Oettinger Pilz nicht so. Das ist hier eleganter gelöst, finde ich jetzt erstmal. Ob das jetzt was mit der alten belgischen Rezeptur zu tun hat, das weiß ich nicht. Weil da müsste man jetzt noch einen älteren Kandidaten haben, um das nochmal direkt zu vergleichen, wo jetzt da die Unterschiede sind. Aber gut, wir haben jetzt erstmal mit diesem hier zu tun, ne? Also ich muss auch gleich nochmal nehmen. Also ist da jetzt erstmal so das erste, so, wo ich sofort sage, ja, das ist ausgewogen. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Ja, dynamisch, sehr dynamisch, will getrunken werden, also hat einen sehr guten Zug drauf, da gibt es nichts zu kritisieren. Von den Aromen her können wir mal ein bisschen einordnen. Also wir haben es hier mit einem, ich sage es auch mal so, ausgewogenen Malzkörper zu tun. Ja, man kann es ein bisschen rausschmecken, es ist eine leichte Getreidigkeit, die einen da irgendwie so mit auf der Zunge liegt irgendwie. Ja, so ein guter Nachhall. Bisschen nussig, aber ist jetzt nicht sehr intensiv. Also es ist so, ich sag mal, es ist durchschnittlich, ne? So was, was wir da haben. Ja, dann geht es ziemlich schnell in diese Fruchtnote rein. Für ein Pilz ziemlich fruchtig in der Kategorie. Würde ich eine Liste erstellen wollen mit den Discounter-Bieren.
und würde mich dann nur auf die Fruchtigkeit, also auf den Fruchtkörper konzentrieren, wäre das hundertprozentig in der Top 5 mit bei. Also für einen Pilz ist das schon ziemlich fruchtig in der Kategorie Discounterbiere. Ne? Klar, wenn wir jetzt noch ein bisschen ausholen würden, wäre jetzt zum Beispiel der Störtebeker Pilz noch fruchtiger. Ne? Aber das ist erstmal so in wirklich diesen Aldi, es gibt noch Lidl, da, was gibt Penny, da ist das hier so mit am fruchtigsten. Da kommt übrigens dann auch diese Säure her, die ich aber, wir wissen ja selber, ich mag keine sauren Biere, aber das stört mich hier drin nicht. Also auch das ist sehr, sehr schön, wie gesagt, gelöst, finde ich soweit erstmal okay. Ja, süffig, unglaublich. Ja, und von der Herbe her ist es mild herb. Also es ist so wirklich feinherb, mild herb. Da ist jetzt nicht so was Brachiales. Wenn ich das jetzt hier zum Beispiel mit unserem regionalen, mit dem Industriestandard, mit Schultheiß, das Jubi oder auch das normale Berliner Kindl, das Berliner Pilz vergleichen würde, ja, da sind die wahrnehmbar um Welten herber nach hinten raus. Die sind viel bitterer. Das hier geht schon fast ins Liebliche mit rein. Also für Leute, die Pilzbiere mögen, aber das halt nicht so herb, ja, sowas gibt's tatsächlich, wundere ich mich auch immer, die werden auf jeden Fall hiermit ihre Freude haben. Für mich ist es ein kleiner Kritikpunkt. Ja, und nach hinten raus übrigens, kratzt nicht, juckt nichts, beißt nichts, also es läuft wirklich runter wie Öl. Und im Abgang hinten, wenn ich ja wieder Speichelneuproduktion, dann hast du so einen ganz, ganz leichten Nachhall. Wird jetzt auch ein bisschen sekundär, ne? So ein bisschen dezent. Gut, fassen wir zusammen. Premium Schultenbräu Pilsener aus dem Hause Oettinger, Mönchengladbach. Im neuen Facelifting, hier schön in der neuen Dose. Was soll ich sagen? Also ich erinnere mich jetzt nicht daran, wie das alte, beziehungsweise dieses aus der gelben Dose noch aus Belgien geschmeckt hat. Was ich jetzt sagen kann und wo ich mich erinnere, ist die Spritzigkeit. Ich finde, das ist für einen Pilz sehr, sehr spritzig, sehr, sehr gut verträglich. Da kann dieses Bier hier wirklich punkten mit knapp 29 Cent oder 25 Cent. Wunderbar. Da sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Kann man sich mitnehmen. Das heißt also, wenn man wirklich für einen kleinen Geldbeutel, wo man auf Geld achten muss und man will ein bisschen was haben, was gut runterläuft, was spritzig ist, auch im Sommer, Kandidat Baggersee, weil Alkoholkante hast du ja gar nicht drin. Ja, das schmeckt überhaupt nicht nach Alkohol. Zieht sich richtig gut weg. Ich denke, da kann man auch, wie ihr geschrieben habt, durchaus ein paar Büchsen von trinken, ohne dass man gleich ja mit der Karpfensinn geht, ne, am Baggersee. Also das passt erstmal soweit. Hochgenuss, und jetzt sind wir mal ehrlich, da machen wir uns nichts vor, das ist noch weit entfernt. Also da ist die, ne, Genussschraube, die kann man da noch ordentlich anziehen. Das heißt, der Faktor Hedonismus, Genuss, da sind wir weit entfernt. Da bin ich auch der Meinung, dass es in der Kategorie Discounterbiere wirklich was Besseres noch gibt. Gerade wenn wir uns jetzt die 5-0er anschauen. Da würde ich doch immer gerne lieber einen 5-0er vorziehen, als jetzt hier so ein Schuldenbräu. Aber das ist, wie gesagt, meine subjektive Meinung. Geschmäcker sind natürlich immer verschieden. Was habe ich zu kritisieren? Zu kritisieren habe ich eigentlich nur zwei Punkte. Ich finde, für einen Pilz ist es meines Erachtens zu mild. Also für mich persönlich. Ich hätte mir gerne noch ein bisschen mehr Hopfenfloralität gewünscht. Und auch ein bisschen kräftiger, also ein bisschen mehr gewürzter hätte es hinten raus gerne sein dürfen. Und ich finde es ein bisschen zu schlabberig im Abgang, was mich schon wieder fast ein bisschen an Export erinnert. Kann am Hopfenextrakt liegen. Will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, wobei klebrig oder bappig ist es nicht auf der Zunge. Ne? Wie gesagt, man wird ja oft kritisiert, aber das kann ich jetzt hier nicht feststellen. Also klebrig ist da gar nichts. Ja, also dann weiß ich nicht, was da die anderen Leute für ein Bier hatten. Das hier ist jetzt, wie gesagt, aus 2020 und das ist nicht klebrig. Also aus diesem Grund, das ist erstmal soweit okay. Also diese zwei Negativpunkte würde ich hier in Betracht ziehen. Als positiv finde ich eben gut, was ich schon sagte, dass es trotz Hopfenextrakt nicht klebrig ist. Und natürlich, ja, dieses Ausgewogene. Ich finde das ein schönes Bier, weil es einfach ausgewogen ist. Und gleich beim Antrunk, das merkst du, es wird einfach nicht langweilig, das ziehst du einfach so weg. Das ist so ein Wegzischbier, finde ich. Ja, das ist so irgendwie so ein geselliger Abend und dann achtest du nicht so auf den Genuss und du willst halt so ein bisschen so auf Wirkungstrinker gehen. Nicht so auf Genuss trinken, sondern eher so auf Wirkungstrinken. Und da macht es eine gute Figur, finde ich. Wesentlich besser als Adelskrone, müssen wir ganz klar sagen, und wesentlich besser als Stephansbräu, Schrägstrich Stephanus. Also wir wissen, welche Brauerei gemeint ist. Ich mache ja immer Stephanus, ne? Dass ihr den Unterschied merkt, weil es gibt es ja viermal. Deswegen habe ich einfach das Us hinten auch rangehangen. Ne? Heißt ja normalerweise Stephansbräu, aber ich sage immer Stephanus, sodass ihr wisst, was mit gemeint ist. Ja, gut, müssen wir noch bewerten.
In der Kategorie Discounter-Biere ist es ein solides Bier, so möchte ich es auch bewerten. 4 von 5/6 möglichen Punkten, das ist es mir wert. Ja, und damit haben wir auch diesen Test jetzt und diesen Zuschauerwunsch abgeschlossen. Hat mich gefreut, diese Erfahrung nochmal machen zu können. Ich würde es mir sogar noch ein zweites Mal in den Einkaufswagen reinpacken. In dem Sinne, wenn euch das hier gefallen hat, lasst einfach ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.